Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jesse, und wir schauen uns jetzt gemeinsam mal den Dornenbild für den Kreuzritter an. Und wer sich jetzt denkt, Moment, da war doch mal was, das ist richtig. Es gibt so ein nettes Set, das nennt sich das Ansucher-Set. Es ging oder wurde ein bisschen in Vergessenheit, oder sagen wir mal, es ist in Vergessenheit geraten. Das sollte der richtige Wortlaut sein, aber mit dem Badge kommt es wieder ein bisschen zurück. Ihr seht schon vor allem der 6er-Bonus mit den 5400% mehr Schaden auf unseren Attacken und den anderen Buffs. Kann man das auf jeden Fall wieder ausgraben, um damit zu farmen. Es ist vielleicht auch eine Skillung, die man auf jeden Fall im HC mal ein bisschen spielen kann, denn wir kommen auf eine Milliarde bis 1,5 Milliarden Zähigkeit. Ihr seht schon, was haben wir hier in Kanais Würfel. Einmal den Blutsbruder, das Eiserne Herz und die Einheit. Die Einheit natürlich nur für das Solospiel. Wenn unser Begleiter eine hat in der Gruppe, switchen wir die Einheit raus und gehen dafür auf einen Zusammenkunft der Elemente. Der erhöht nochmal unseren Schaden gravierend. Also wenn ihr das Ganze in der Gruppe spielt, dann wechselt ihr hier bitte den Ring. Ansonsten, was haben wir hier noch dabei? Die Waffe, ihr seht schon, wir spielen mit einem Haken. Alternativ wäre auch noch ein Schweinemörder möglich. Es geht hier darum, möglichst einen hohen Attack Speed zu haben. Mehr Angriffe ist auch mehr Schaden. Und wenn wir Bounties machen oder farmen, wechseln wir aber auf den Windreiter, denn damit hält unsere Kavallerie länger. Das bedeutet also unser Pferdchen doppelte Zeit. Dann können wir hier einfach gemütlich durchreiten. Sehr, sehr effektiv für die Bounties. Ihr seht schon hier bei den, wir nutzen natürlich ein volles Set, den Schwur des Abenteurers kombiniert, und ihr merkt hier schon was, da stimmt doch was nicht ganz, das ist richtig, ich habe hier das Gear geklaut und ein bisschen was umgerollt, und das ist ganz, ganz wichtig, da müsst ihr mal kurz aufpassen, wie viel Dornenschaden ihr habt. Also Dornen können nicht critten, das bedeutet also Crit Damage oder kritische Trefferchance sind für diesen Build komplett irrelevant. Das heißt also, euer Paper DPS wird absolut im Keller sein. Das spielt aber bei dem Build überhaupt keine Rolle, denn das Set gleicht das Ganze aus. Also das bedeutet für uns praktisch, dass wenn wir Items haben, dürft ihr nicht Crit und Crit-Schaden, wie ihr es gewohnt seid, draufrollen, sondern ihr achtet darauf, dass ihr defensive Werte habt, Vitalität, Stärke, Prozent Leben, ein bisschen CDR und dann, wo es nur möglich ist, natürlich Dornenschaden. Zusätzlich zu dem Ganzen nutzen wir eine Laterne. Ihr nutzt natürlich den Splitter Gem, das ist der, der Dornenschaden erhöht, und dann rollt ihr auf jedes Item, wo es möglich ist, Dornenschaden. Hier ist wichtig, Dornenschaden ist ein sekundärer Attribut, also beim Umrollen passt da auf jeden Fall auf, dass ihr hier das richtige Talent auswählt, den richtigen Wert rerollt, denn ansonsten kann das natürlich auch in die Hose gehen. Also da legt mal ein Auge drauf. Weil die Frage schon immer kommt, gleich mal verbeugt, das Eiserne Herz sorgt dafür, dass Vitalität in Dornenschaden umgewandelt wird. Ist es dann besser, statt Stärke-Gems Vitalitäts-Gems zu sockeln? Nein, ist es nicht. Stärke-Gems geben mehr Schaden. Ist einfach so, ja, vertraut mir da, es ist halt einfach so. Ihr seht, wir haben so 12.000 Stärke, das ist jetzt bei weit noch nicht die Welt, aber schon mal solide, um damit ein bisschen spielen zu können. Von den Skills her, was nutzen wir hier? Natürlich mal das Main, der Main-Angriff bestrafen mit Schnelligkeit. Warum Schnelligkeit? Man hätte hier natürlich die Optionen, diverse andere Runen zu wählen. Das wollen wir aber alles nicht. Wir wollen hier maximalen Attack-Speed, maximale Angriffe, denn mehr Angriffe, mehr Schaden, und das ist hier für uns ganz, ganz wichtig. Dann das Zweite, was natürlich enorm wichtig ist, die Eisenhaut reflektive Haut. Damit erhöhen wir unseren Dornenschaden. Also deswegen auch ein bisschen CDR und so weiter. Das immer aktiv halten, das ist ganz, ganz wichtig für den maximalen Schaden. Die Kavallerie, gleißender Schild haben wir auch hier dabei für Schaden. Und dann hier beim Gebot, da müsst ihr was wechseln. Wir spielen nicht mit kritisch, sondern wir nutzen lieber das Gebot, was uns die Gegner einfach stunt. Ist sehr, sehr effektiv in Guerilla Rifts, vor allem gegen die Elite Bags. Dann haben wir noch den Propheten dabei und hier in den Passives natürlich die einzelne Jungfrau für mehr Dornenschaden. Also im Endeffekt wird alles mitgenommen, was irgendwie den Dornenschaden pusht. Ist ja auch eine klare Geschichte. Dann Fanatismus natürlich, unzerstörbar, das ist das kleine Nap-Talent, und Imbrunst, weil wir ja nicht mit einer Zweihand spielen, sondern weil wir eine Einhand nutzen und damit dann den Attack Speed gerne am Start haben und den Attack Speed natürlich gerne mitnehmen.
So, jetzt aber genug geredet. Jetzt wollen wir natürlich mal den Build im Einsatz sehen. Dafür wählen wir hier mal ein elegantes Wöftchen aus. Wir gehen in den Greater Wrath, denn im Normalen ist der Damage einfach zu hart. Wir wollen natürlich ein bisschen was sehen, wie sich das Ganze spielt. Auf unser Mount suchen uns hier mal ein paar Mobs. Also wir kämpfen gegen viele Gegner, lassen uns von denen schlagen, damit der Dornenschaden aktiviert. Oder wenn Elite-Gegner dabei sind, gehen wir natürlich immer direkt auf den Elite-Gegner. Also unsere Angriffe und Attacken richten sich immer auf den Elite-Gegner. Jetzt habe ich euch das Inventar mal aufgemacht, damit ihr hier die Zahlenwerte ein bisschen im Fokus habt, damit ihr seht, okay, wie viel Schaden kommt da raus, was hat er denn so an Zähigkeit, wenn er kämpft und so weiter. Und gleich mache ich euch noch das Inventar ein Stückchen weiter auf, wir klappen es auf, dann seht ihr auch den Dornenschaden und seht dann, man sieht jetzt zwar nur mal die Hälfte vom Bild, aber man kann es so ganz gut sehen, wenn die Buffs und so weiter aktiv sind, schnellt der Dornenschaden nach oben auf 6, 7 und teilweise sogar 8 Millionen und das bei sehr, sehr schlecht gerollten Gear. Also da könnt ihr euch schon denken, da wundert es niemanden mehr, dass am BTE in der Testphase mit dem Bild auch die 100er Rifts gespielt wurden, denn einerseits haben wir sehr, sehr viel Zähigkeit und auf der anderen Seite haben wir natürlich bei gesteckten Dornenschaden auch einen enormen hohen DPS. Also die Skillung nochmal, weil es einfach wichtig ist, der reine Paper Damage sagt hier mal gar nichts aus, sondern wirft hier mal, wenn ihr kämpft, einen Blick in auf euer Inventar hier rein und guckt mal nach, was ihr denn so an Dornenschaden während des Kampfes habt. Also Zähigkeit wichtig und natürlich Dornenschaden beim Spielen hier rauf auf die Elite-Bags direkt reingelaufen. Die anderen, die können euch gerne ein bisschen verhauen, das macht überhaupt nichts. Da wird der Schaden ohnehin reflektiert und dann geht es munter weiter. Wir springen im Video mal ein bisschen nach hinten, damit wir uns das Ganze dann auch mal gegen den Wrath Guardian anschauen können, denn die meisten Klassen haben dann immer am Ende ein bisschen ein Problem beim Wrath Guardian, das hat der Dornenbild nicht, denn von der Zähigkeit her brauchen wir von den Guardians mal keine Angst haben, weil wir können die Schläge ohnehin wegstecken und wir haben einen sehr, sehr hohen Single-Target-Damage aufgrund des Sets und eben die 5400% mehr Dornenschaden, das seht ihr schon mit einem Stricken. Also da ist egal, wie hart der Guardian ist, der geht immer in einer Minute oder drunter, wird der immer weggefahren. Ja, Freunde, kurz, schnell, knapp, wie ihr es halt gerne habt. Wenn es Fragen gibt, ab damit in den Kommentaren. Checkt mal den schriftlichen Guide, da habt ihr eine Bissliste und welche Skills und Items ihr so braucht. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video.